Dramatische Eskalation im Konflikt zwischen der Türkei und der Regierung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad. Bei Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee in der Provinz Idlib werden nach türkischen Angaben mehr als 30 Soldaten getötet. Ankara reagiert mit Gegenangriffen. Idlib ist die letzte noch von Rebellen gehaltene Provinz in Syrien. Seit Dezember gehen Regierungstruppen mit Unterstützung Russlands verstärkt gegen die Milizen vor. Moskau behauptet, die jetzt getöteten türkischen Soldaten hätten sich an der Seite von Terroristen aufgehalten. Die Türkei unterstützt einen Teil der Rebellengruppen. Sie unterhält zudem im Rahmen eines Abkommens mit Russland mehrere militärische Beobachtungsposten in Idlib. Ankara fordert nach den Angriffen Beistand seiner NATO-Bündnispartner. Zudem kündigt die türkische Regierung an, syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nicht mehr aufzuhalten. Auf der griechischen Insel Lesbos, in Sichtweite zum türkischen Festland, legt am Morgen eine Gruppe von Migranten mit einem Schlauchboot an. Seit Dezember sind fast 1 Million Menschen aus Syrien in die Türkei geflohen. Dort leben bereits 3,6 Millionen Flüchtlinge.